Herzlich willkommen zum dritten Teil der sogenannten Ärztechats und ich möchte eingangs sagen, dass mich sehr, sehr viele Zuschriften erreicht haben und zwar von Ärzten, die dankbar sind dafür, dass ich diese Chats veröffentlicht habe. Einfach deswegen, weil sie diesen moralischen Ansatz der Kollegen, die sich da drinnen aufführen, wie der sogenannte Rotz am Ärmel, einfach nicht teilen können und dankbar dafür sind, dass das auch entsprechend veröffentlicht wird. Sie selbst sind daran gehindert, einfach deswegen, weil sie mit furchtbaren Repressalien der Ärztekammer rechnen müssten und vor allem auch unter Umständen mit einem Verlust des Kassenvertrages. Somit übernehme ich das gerne. Ich möchte mich auch bedanken für die vielen Abonnenten, die dazugekommen sind und freue mich natürlich über weitere. Wir haben ja in den letzten Tagen beim Durchschauen dieser Ärztechats schon mehrere Themenkomplexe abgearbeitet. Zum einen einmal, also lass dich impfen, du dumme Sau. Ich glaube, das war das wichtigste Stichwort, das Dr. Martin Sell gegeben hat, der übrigens noch immer amtiert, der noch immer in der Corona-Kommission sitzt und noch immer im nationalen Impfgremium ist. Das war also die Antwort darauf, ob man auf eine medikamentöse Behandlung der Krankheit warten soll oder ob man sich impfen soll. Also wie gesagt, lass dich impfen, du dumme Sau, ist mittlerweile hinreichend bekannt. Wir haben darüber gesprochen, wie Impffolgeschäden unter den Tisch gekehrt werden, wie man die schlicht und ergreifend deswegen verschweigt, weil man kein extra Honorar dafür bekommt und weil es auch politisch nicht gewollt ist. Also auch das ist hinreichend abgearbeitet. Und im letzten Bereich möchte ich jetzt über den Themenkomplex Maskenbefreiung sprechen. Also auch das ist etwas, was sehr, sehr breit in dieser Gruppe diskutiert worden ist. Und da ist es natürlich schon unglaublich, wenn man hier konfrontiert ist mit einem Arzt, der in der Gruppe wiederum die Frage stellt, was er jetzt machen soll mit einem Patienten, der bei ihm in der Ordination ist, der gesagt hat, dass er hält das ständige Tragen der Masken nicht mehr auf, er hat massive gesundheitliche Einschränkungen dazu, er hat eine dauerlaufende Nase, er braucht mehrere Pakete Taschentücher am Tag, er hat am Abend wirklich Atembeschwerden und alles das ist auf die Maske zurückzuführen und es waren noch eine ganze Reihe von weiteren Symptomen, die hier angeführt worden sind. Ja, in der Gruppe wird nicht lang gefackelt, wenn es darum geht, ob man diesen Menschen von der Maske befreit oder nicht, sondern da wird einfach nur kurz und knapp hineingepostet. Ja, am besten eine Überweisung zum Psychiater. Das ist also der Zugang, wenn ein Patient um Hilfe bittet, was man mit ihm macht, man schickt ihn zum Psychiater und wie gesagt, also die schwarzen Schafe da drinnen, die solche Meldungen absetzen, sollten sich überlegen, ob sie tatsächlich im richtigen Beruf angelangt sind. Eine weitere Geschichte, die mir auch aufgefallen ist, ist, dass jemand stolz war, dass er jetzt schon die Patienten hochkantig aus der Ordination hinausschmeißt, wenn sie um Maskenbefreiungen kommen. Also auch da wird der Patient nicht mehr angeschaut, er wird nicht mehr gesehen, er wird nur mehr hochkantig aus der Ordination geworfen. Und das macht man dann auch in der Gruppe, dass man sich da noch brüstet damit, so vorgegangen zu sein. Also auch das würde ich sagen, ist eher ein zweifelhafter Zugang. Es gibt aber durchaus Zuspruch in der Gruppe für solche Maßnahmen, denn eine andere Ärztin postet dann auch noch selbstbewusst, da geht es ja schon fast darum, wer ist der Bessere beim Patienten hinauswerfen. Auch bei mir ist Flugplatz. Also auch dort werden die Patienten rausgeschmissen, wenn sie nur bei der Tür reinschauen und sagen, sie hätten gerne eine Maskenbefreiung. Sehr bedenklich finde ich, dass in dieser Gruppe auch diskutiert worden ist über die sehr, sehr harten Maßnahmen in Zypern. Da hat es also dann einen regen Schlagabtausch gegeben und es hat auch einen Arzt gegeben, der sich in dieser Gruppe Don Chico nennt. Und der ist als einziger dieser ganzen Suada kritisch gegenübergestanden und hat gesagt, dass also er glaubt nicht, dass es die Aufgabe der Ärzte ist, darüber zu befinden, ob sich Menschen jetzt Essen kaufen dürfen oder nicht oder sich noch darüber zu freuen, dass sie auch nicht mehr ins Lebensmittelgeschäft dürfen. Dieser Arzt war offensichtlich zu kritisch für die Gruppe und Don Chico ist ja dann postwendend aus der Gruppe entfernt worden. Also man sieht schon, auch die Politkommissare haben in dieser Gruppe zu tun gehabt und haben sich dort auch entsprechend wichtig gemacht. Bei Durchsicht der Chats ist mir noch ein Chat aufgefallen, der auch ganz interessant ist und zwar unser bekannter Freund, ich habe ihn vorher schon erwähnt, Dr. Martin Sell, hat auch wieder mal mit einer Gewaltäußerung aufhorchen lassen und zwar es ging dabei um ein Interview, das Marie-Christine Giuliani geführt hat, also natürlich zum Themenbereich Corona und die medizinischen Auswirkungen dazu. Und da wird dem Herrn Sell gesagt, naja, vielleicht ist ja das schon mehr oder weniger eine verklausulierte Einladung zu dieser Sendung. Und der Dr. Sell sagt, also Gewalt ist ja normalerweise nicht seines, aber ein paar Watschen sind schnell ausgeteilt.
Herr Dr. Sell, ich sage Ihnen eines, ich verstehe sowieso nicht, warum Sie noch immer im nationalen Impfgremium sitzen und auch in der Corona-Kommission. Ich verstehe auch nicht, warum die Ärztekammer gegen Sie noch kein Disziplinarverfahren eingeleitet hat. Aber wenn Sie lieber Watschen austeilen, als Patienten zu helfen, dann hätten Sie vielleicht Boxer oder irgendwas Ähnliches werden sollen, aber sicher nicht Arzt. Also, ich würde mich in Grund und Boden genieren und ich hoffe, dass Sie auch Ihre Konsequenzen aus diesen unglaublichen Entgleisungen ziehen. Besonders geschmacklos war am Ende ein Adventkalender, der vor dem letzten Weihnachtsfest gepostet worden ist, wo man in der Präsektur die Füße einer Leiche sieht und wo drunter steht Adventkalender für Ungeimpfte. Und selbst bei dieser Geschmacklosigkeit gab es noch ein paar Likes aus dieser Gruppe und ich denke mir, da ist dann irgendwann mal der Punkt erreicht, wo man sagen muss, jetzt ist Schicht im Schacht, jetzt ist Schluss mit lustig. So kann das nicht weitergehen und Herr Ärztekammerpräsident Sekeresch nicht über Wiederwahlen nachdenken, sondern eher über Rücktritt und Disziplinarverfahren.